So, und damit herzlich willkommen hiermit auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Tobi. Damit herzlich willkommen in Dead by Daylight. Ja, heute in einer Krankenhaus-Map. Ja, warum nicht? Das Lustigste wäre, wenn wir dann auch sogar noch den Doktor haben. Und was macht sie? Sie springt, dass der Killer genau weiß, wo wir sind. Ey, sag mal, was ist denn mit dir falsch, Mädel? Mann, ey. Wenn, dann benutzt man schnell und leise. Alter! Ghostface. Tja. Ey, was hatte die denn für Probleme, ey? Ja, die hole ich nicht vom Haken. Echt, du kannst krepieren. Ich glaube, ich spinne, ey. Lockt die da den Killer an? Ich glaube, ich spinne. Nur weil wir und nur weil ich und der andere da an den Gin saßen. Ja, verrecke am Haken, du blöde Zippe. Guck mal, die kämpft doch. Also, die will doch gar nicht spielen. Ja, den verstehe ich nicht. Wow, sie ist so entkommen. Aber weißt du, sie kämpft da, weißt du, und ich verstehe nicht, warum gehen denn erst die Menschen hier in so eine Runde? Nur um den Spieler das zu versauen, das ist doch total assi. Ja, das Problem ist, er kann nicht rennen. Wenn ich jetzt renne, dann ist mein Spinnfuß aktiv. Ich verstehe sowas echt nicht, also muss ich auch anscheinend nicht. Ich setze mir mal hier einen Gym. Das ist selber schuld, siehst du? Der Killer hat es auch gleich umgebracht. Danke, Killer. Aber der Tunnel drin. Ach ja, natürlich gibt es hier eine Änderung. Man kann hier nicht mehr quitten. Also man könnte schon. Aber wenn, dann kriegt man eine Strafe. Heißt, dann darf man eine Weile lang erstmal kein Dead by Daylight zocken. So, aber jetzt kommt der Problem, Leute. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wir dürfen nicht mehr quitten. Aber wenn die Killer Assi spielen, müssen wir uns das antun. Ja? Überlegt mal sowas. Weißt du, ich war immer so, wenn die Killer Assi gespielt haben, aber so wirklich Assi, so mit Flaggen und Campen, die Gamer wissen nicht, was das bedeutet, dann war ich immer derjenige, der gequittet hat. Warum kämpfen die alle am Haken, Mann? Hört doch mal auf! Ey, sag mir jetzt nicht, dass der da am Haken kämpft. Ich hab Herzdruck. Und genau, Leute, das ist das, was ich meine. Wenn der Killer kämpft, ja, man muss es sich antun, das ist es. Man darf einfach nicht mehr quitten. Und das ist sowas, ich verstehe nicht. Wie bescheuert muss man sein, um auf so eine Idee zu kommen, wenn man quittet, dass man eine Strafe kriegt? Ich würde eher machen, wenn der Killer kämpft oder dreckig spielt, dass man dann eine Strafe kriegt. Guck doch mal, er slackt, also nicht slackt, aber er tunnelt und kämpft. Warum? Warum machen die Macher nicht mal was dagegen? Nee, stattdessen, ja, wenn die Überlebenden quitten, ja, dann gibt es ja Ärger. Ja, aber man muss das auch mal so sehen. Die meisten Überlebenden, die quitten ja nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die quitten ja meistens dann nur, wenn der Killer wirklich scheiße gespielt hat. Ist das so als Strafe? Und dann kriegen die Überlebenden so ja noch eins auf den Deckel, geil. Ich versteh das nicht. Wirklich nicht. Kapiert das nicht. Aber wirklich, echt nicht. Das ist mir echt zu hoch. Diese Logik, ey, wirklich.
Ja, natürlich, wenn wir jetzt hier alle sterben, weil ja, der Killer hat hier tunnelt und gekämmt. Was soll man da denn noch machen? Ja, Leute. Also die Leute, die Dead by Daylight spielen, ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Weil ich weiß es nicht. Also ich finde die neue Änderung mit Quitten finde ich dämlich, dass man dann eine Weile lang nicht mehr zocken darf, weil das ist Kindergarten Kacke, das ist scheiße. Ja. Wie gesagt, ich war auch ein Quitter, war jetzt nicht aggressiv oder so. Aber ich habe immer dann gequittet, wenn der Killer Assi gespielt hat. Entweder gecampt, getunnelt oder geteabagt oder was auch immer gemacht hat. Ach, Mann ey, das ist so schlimm. Jetzt müssen sich die Überlebenden nicht alles noch nicht fallen lassen, ey. Ich verstehe das nicht. Nee. Weil man hat ja vorhin auch gesehen, wie der hier gecampt hat, ey. Und der nur noch tunnelt. Geil, hat nur noch alles. So. Dann muss ich jetzt mal im Totem suchen. Weil ich hab mal gelernt, immer in der Nähe der Bäumchen ist. Und sie hängt. Ne, sie liegt. Sie war im Schrank. Ah. Alles klar. Klar. Wie dumm muss man noch sein und am Schrank hängen von stehen. Ja, jetzt können wir machen, was wir wollen. Der wird sie jetzt eh abkämpfen. Guckt euch das an, ey. Immer wieder zurück. Guckt euch das an. Ey, seid doch bitte ehrlich, das ist doch nicht mehr normal. Er bleibt echt bei ihr in der Nähe. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach. Ist egal. Guckt euch das doch mal an. Das ist so ein dreckiger Bastard, ey. Ohne Scheiß. Sorry für den Kraftausdruck, aber echt. Wenn man so scheiße spielt, echt wirklich. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Wie kann man denn nur so sein, ey? Das ist so ein Bastard, Alter. Echt. Ich werde auch jetzt eine wickeln oder so, weil das bringt das eh nicht. Und genau, Leute, und genau das ist das Problem, was ich meine. Man darf nicht mehr quitten, man muss sich das wirklich antun. Wenn der Killer so ein Assi ist. Und er ist der größte Assi, den ich je gesehen habe. Und jetzt teabaggt er auch noch. Seht ihr das? Und das ist das, was ich meine, Leute. Man kann nichts machen. Und er schlägt auf mich ein und schlägt auf mich ein. Was für ein Assi, Alter. Ohne Scheiß, Mann. So ein elendiger, ey, wirklich. Das ist so ein ekelhaftes Stück Scheiße, ey. Wie gesagt, sorry für die Kraftausdrücke, aber jetzt ohne Scheiß, guckt euch das mal an. Ja, der braucht gar nicht mehr von mir. So Leute, das war's von mir gewesen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht beim Zuschauen. Und wie gesagt, die Leute, die Dead by Daylight spielen oder die nicht, aber ihr könnt mir gerne mal sagen, wie ihr die Änderung findet, dass man nicht mehr quitten darf. Und so, weil jetzt wirklich können die Killer sowas von geil Asi spielen. Und ja, auch erst mit Ruin, dass es gepatcht wurde oder geändert wurde, total sinnlos, total dämlich. Und ja, wie ihr sagt, Leute, ja, macht das damit nicht gut. Und so wie ich jetzt sehe, hat sie gerade mein Spiel aufhören. Geil. Ach, das ist so ein scheiß Game, ey. Guckt euch das mal an. Was ist das? Was ist das?
Hey, gut, Leute. Dann macht es nicht gut, sondern macht es besser. Das war's von mir. Und damit auf Wiedersehen, ne? Und